Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, hat mich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Tiefen und dann War Within und hier haben wir das Achievement Ich nehme eine Kerze und für dieses müssen wir folgendes machen, schließt erfolgreich eine Kobolttiefe auf Stufe 8 oder höher ab, ohne eine verzauberte Kerze oder ein Lufttotem zu verbrauchen. Und als allererstes müssen wir klären, was ist eine Kobolttiefe? Naja, das sind verschiedene Tiefen, wo Kobolde drin sind. Unter anderem in den schallenden Tiefen haben wir jetzt zum Beispiel die Wasserwerke, da bin ich gerade drin. Oder wir haben auch Terrorschacht bin ich mir gar nicht sicher. Aber hier oben die Kriegsweißkräftigung ist auch eine Kobolttiefe. Und da gibt es noch viele andere. Wichtig ist auf jeden Fall, dass in der Tiefe, wenn dann ein Lufttotem ist oder eine Kerze. Die funktionieren eigentlich beide genauso. Ihr müsst die aufnehmen, dann habt ihr oben einen Stack drauf und immer wenn ihr euch bewegt, geht der Stack runter. Und Zielsetzung ist jetzt halt, möglichst wenig sinnlos bewegen. Also das, was ich jetzt gerade hier mache, das Totem aufnehmen, dann zum NPC zurücklaufen, ist natürlich Worst Case. Das solltet ihr nicht machen, ne? Und das Achievement heißt jetzt einfach, dass ihr quasi immer von einem zum anderen Lufttotem müsst, ohne dass ihr das andere aufbraucht. Heißt, lasst am besten irgendwelche Mobs, die in irgendwelchen Ecken unterwegs sind, in Ruhe, wo ihr viel rummoven müsst. Schaut, dass ihr immer zum nächsten Totem wieder lauft, wenn euers quasi ausläuft. Ne? Und am besten immer auch so ein bisschen im Blick behalten, an gewissen Spots, zum Beispiel an diesen Maschinen, bei den Lufttotems, spawnen die immer wieder nach. Ne? Wenn ihr dann zu viel rumgelaufen seid, geht lieber nochmal zurück, holt euch das nächste Totem, lauft wieder hin und immer so weiter. Ist eigentlich ein relativ easy Achievement, wenn man das so ein bisschen im Auge behält. Und selbiges geht eigentlich auch mit den Kerzen, ne? Also das ist das gleiche Grundprinzip, ob ihr jetzt quasi das Totem habt oder die Kerze, bleibt sich gleich. Es darf halt nicht auslaufen. Wenn es bei euch doch ausläuft, könnt ihr auch einfach rausgehen, das Ganze nochmal starten. Ihr müsst es auf 8 machen, also drunter geht es leider nicht. Und wenn ihr dann einmal komplett durch seid, ohne dass ihr euer Totem quasi aufgebraucht habt, dann kriegt ihr das Achievement. Ist eigentlich eine relativ einfache Sache, wenn man so ein bisschen diese einzelnen Punkte beachtet. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch durch mit dem kleinen Achievement Guide. Ich drücke euch die Daumen, dass es bei eurem Run vernünftig funktioniert. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.